Hallo ihr Lieben, im heutigen Video möchte ich euch eine kleine Inspiration zeigen, wie ihr mit super einfachen Mitteln eine kleine süße Aufmerksamkeit für eure Lieben zaubern könnt. Bleibt dran, bis gleich. Weihnachten schon wieder. Jedes Jahr dasselbe. Ich weiß nicht, ob euch es auch so geht. Es kommt schneller, als man denkt und irgendwie auch unerwarteter und man hat immer noch kein Geschenk. Ich habe es bei den allermeisten tatsächlich abgeschafft. Ich freue mich über gemeinsame Zeit, aber schenken muss nicht sein, weil ich muss ehrlich gestehen, wenn ich irgendwas haben will, dann kaufe ich mir das in der Regel auch selber oder habe einfach schon alles, was ich brauche und man zermartert sich dann immer den Kopf. Ja, was kann ich denn schenken, was passt, worüber würde er sich freuen oder sie. Und deswegen habe ich es einfach abgeschafft. Aber so ein paar kleine Aufmerksamkeiten für Mama und so gibt es dann doch. Und deswegen fand ich diese Sache ziemlich cool. Ich möchte einen kleinen Aufsteller wie eine Art Bilderleiste machen für diese Karte, die ich gemalt habe. Aus Filz und, wie heißt das Ding noch? Wäscheklammern. Genau. Und zwar brauchen wir dafür 2 Holzwäscheklammern. Die Plastikdinger gehen bestimmt auch, sieht aber nicht gut aus. Ich habe hier noch Restfilz übrig. Das ist ein relativ dünner Filz, falls du keinen mehr übrig hast, den du verwenden kannst von früheren Bastelorgien. Dann gibt es den auch sehr günstig online zu kaufen. Upcycling wäre natürlich besser. Und ich habe hier eine Karte gemalt. Man kann da auch Bilder verwenden, man könnte da Visitenkarten verwenden, zu Weihnachten vielleicht irgendwie, nicht passend. Ich liebe auch diese super kleinen Karten von Hahnemühle, das Aquarellpapier und von der Größe her einfach super, was Schönes drauf zu malen, eine ganz, ganz kleine Sache, was Süßes, vielleicht noch mit einem kleinen Spruch, kann man dafür verwenden. Ich habe mir überlegt, dadurch, dass das Ding ja hier auch so einen Rand hat, schlage ich das lieber auf jeder Seite nochmal extra um. An der Seite klammere ich das dann. Ja, dann sieht man die Ränder nicht so. Und dann soll das quasi irgendwie, ich mache das jetzt mal so ganz grob zusammengefaltet, ich schneide das dann noch zu. Schwupps. Irgendwie so. Und dann hier auch nochmal. Irgendwie so. Dass das Ding dann quasi hier so drin steht. Zack, ne? Ich schneide es mal schnell zu, spule ein bisschen schneller vor und zeige euch dann das Ergebnis. Bis gleich. Tada! Fertig ist das kleine Geschenk. Ich finde es mega, wenn man dann auch noch irgendwas selber macht, selber malt, wenn man da ein bisschen kreativer ist. Kommt immer super an, die Leute freuen sich sehr drüber. Ja, manche sind natürlich nicht ganz so kreativ. Da kann man dann einfach ein Foto nehmen, wo man gemeinsame Erinnerungen mitteilt. Das ist super, super schön und da hat man ja mein Herzensthema Fotos, Erinnerungen und so. Gepaart mit einer kleinen Geste. Ich finde, das sieht süß aus. Ich finde, das integriert sich auch super zu Hause als Deko. Steht gut. Man kann das auch einfach ein bisschen schräger aufstellen. Hält immer noch super. Das ist Geschmackssache, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, also ich habe jetzt mit Ausschneiden und allem drum und dran vielleicht 2 Minuten gebraucht, maximal, plus Karte malen, das hat länger gedauert. Ja, das muss ich ein bisschen gescheiter machen. Ich mag es wirklich gerne. So, da hätte ich eigentlich fast schon kein Tutorial für gebraucht, wa? Aber als Inspiration. Ich habe das Ganze auch einmal in groß gemacht. Tatsächlich habe ich dann einen deutlich größeren Filz genommen, den habe ich auch mehrfach umgeschlagen, damit es ein bisschen mehr Festigkeit unten gibt, weil ich finde, mit meinen Fine Art Prints sieht das einfach geil aus. Hardy. Genau, das sind meine Fine Art Prints. Die sind auf sehr, sehr dickem, ja, strukturiertem Papier gedruckt, könnte man sagen. Und
Farben sind einfach geil, sehen toll aus. Es hat eine super Größe. Da muss man das dann natürlich ein bisschen größer machen. Vielleicht passt jetzt hier dieses Gold. Ja, Gold ist weihnachtlich, ne? Doch, passt doch zum Sonnenaufgang eigentlich. Doch, habe mich gerade entschieden. Das passt ganz gut. Und ich liebe das. Und so kann man meine Fine Art Prints übrigens, Marc, zusammen mit der, Moment, wo habe ich sie? Marc, hier, Box. Sehr, sehr gut in Szene setzen. Weil nämlich die Box sieht super gut aus im Regal, im Schrank, hat einen tollen Leineinband und es passen bis zu 50 Fine Art Prints rein. Was mache ich jetzt aber mit den Prints? Ich stelle sie auf und kann halt eben hier immer in meinem Fundus reingehen und sagen, nö, das möchte ich jetzt nicht. Jetzt kommt halt das, jetzt müsste ich es wieder aufbauen, aber ihr wisst schon, kommt einfach ein anderes rein und tauscht das einfach aus. Finde ich mega. Alternative natürlich Fotogalerie und da immer mal wieder was an der Wand austauschen oder in der Bilderleiste. Aber da sind ja kreativen Ideen keine Grenzen gesetzt. Und da wäre ich mal gespannt, wie ihr das so umsetzt mit den Fine Art Prints. Habt ihr andere Ideen oder wie macht ihr das so? Lasst mich das unbedingt wissen. Schreibt mir in die Kommentare. Ich freue mich drauf auf eure Inspiration. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt jetzt eine Idee bekommen, wie ihr ein super süßes kleines Weihnachtsgeschenk machen könnt. Falls ihr gerne Prints oder andere Printprodukte wie Alben, diese Box, Triplex und Wandbilder bestellen wollt, dann könnt ihr mich gerne kontaktieren unter mail@stephanie-anderson.com. Und wenn euch das Video gefallen hat, es gibt übrigens auch bestimmt noch mal ein paar etwas komplexere Anleitungen, nicht nur Inspiration, dann liked doch das Video, da würdet ihr mir sehr helfen und abonniert den Kanal. Ich würde sagen, wir verbleiben so lange. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüssi!